Sind wir im Irrenhaus hier oder sind wir im Dschungelcamp? Fängst du jetzt an, gegen mich zu schießen, oder? Ich hab die Nase jetzt voll. Harald, platzt der Kragen. Ich bin wenigstens ein Star. Du tust dir keinen Gefallen damit. Sie ist ein Star. Wir sind Dreck. Red nie wieder mit der. Das Zickencamp. Du liegst jeden Tag rum, Mann. Er stellt sich hier hin, als ob ohne ihn nichts funktionieren würde. Nein, das macht er nicht. Dann achte drauf und bring dich ein. Er hat schon recht. Ein Hinweis, ich habe am Ende des Videos noch ein Update zu Janina. Die hat nämlich ein sehr pikantes Interview gegeben und da schauen wir gleich rein. Jetzt aber erstmal Tag 8 von Anushka geht uns auf den Sack. Holt uns hier raus! Aua, aua, aua! Heute ein bisschen Zucker. Sag mal, ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Kommunikation war für den Arsch. Halt doch die Schlappe und guck zu mir! Also ich würde mal sagen, meine Aufgabe war die allerschwerste. Das nervt gerade. Ist auch scheißegal. Können wir bitte gehen? Ich nach so circa 2 bis 3 Minuten Vorlesung. So, dann bitte alle noch mal kurz Kaki? Ja. Machen, denn das jetzt wird hart. Also ich würde es dir weglecken, dann wäre gut, weil es schmeckt echt lecker, Süße. Anushka, ich hab's in den Augen. Und ich will auch nicht meine Augen geleckt bekommen. Nein, lieber ein bisschen Drama-Queen. Ach, bitte, Anushka. Gerade du solltest am leisesten sein. Meine, wenn die Zuschauer den Kack glauben, das ist alles gespielt. Fallen die Leute darauf rein? Das Schimpfen und Beleidigen kommt nicht mehr an mich ran. Schimpfen und Beleidigen? Hat jemand beschimpft oder beleidigt? Unsere 3 Zicken vom Grill. Und nein, das Melasse-Ablecken gibt es dann erst so in 2 Wochen bei OnlyFans. Okay, Linda will also die Augen nicht geleckt bekommen. Wenn sie sie geküsst haben möchte, gäbe es da einen Interessenten. Anushka, bei mir bist du komplett raus. Dein Divengetue und dann alles. Du bist ja echt die Letzte, die hier jetzt den Mund aufmachen darf. Aber ganz ehrlich, ich bin wenigstens ein Star. Ein Star. Was seid ihr nicht? Wie bitte? Ich bin wenigstens jemand, der richtig was geleistet hat in seinem Leben. Und trotzdem sitzt du hier mit mir, Anushka. Wie scheiße, was? Und trotzdem bist du mit jemandem, der kein Star ist, im selben Boot, du Star. 1-0 für Linda und Respekt für wahrscheinlich jetzt einfach die Szene der Staffel. Ich bin wenigstens ein Star. Sehr gut, aber du Anushka, für die schlechten Gags ist doch der Peter verantwortlich. Kann es eigentlich sein, dass Anushka vielleicht einfach die Haare von Erik Stehfes geraucht hat? Oder woher kommen diese Halluzinationen? Wir haben 0 Sterne. Was passiert? Die sind so fake, das glaubst du gar nicht. Ich bin echt umzingelt von Laienschauspielern aus Pusemuckel. Flusskinder, kommt mal alle hoch! Nee, wieso? Ich kann euch ja noch was erzählen. Könnt ihr schon mal eure Version, ich mach meine später. Ich red nie wieder mit der. Das ist vorbei. Nie mehr. Ey, die Frau ist crazy, ich mein's ernst. Nie mehr. Guck mal, wie oft habe ich hier gesessen und sie in Schutz genommen. Oh je, ich glaube, da blüht uns was. Und falls es gleich hier dazu kommen sollte, bitte unbedingt die Tränen der Damen auffangen. Die sind Gold wert. Immerhin werden daraus neue Saskia-Flaschen vom Lidl gemacht. Anushka hat aber auch wirklich genauso viele unterschiedliche Gesichtsausdrücke wie Linda Themen. Das Theater. Boah, ey. Da ist Honig, lecker wie Sau. Ich habe alles abgeleckt. Machen die. Oh, ich krieg mir im Auge. Ich krieg. Sag mal. Die Krönung war der Satz. Ich bin ja wenigstens ein echter Star. Sie ist ein Star. Wir sind Dreck. Wenn sie bekannt werden, das wissen wir, seit The Mask Singer, Ruth Moschner hätte sie auf jeden Fall in ihrem Kontaktbuch. Ich habe noch keine Antwort, deswegen sucht Ruth wahrscheinlich noch. Deswegen bleibt die Frage bis dahin ungeklärt. Anushka lästert, dass die alle hier nur Aufmerksamkeit haben wollen. Und selbst ist sie wahrscheinlich nur wegen der schönen Aussicht hier. Hashtag Doppelmoral. Also Anushka hat nichts mit den, sagen wir mal, Promis zu tun. A-Promis, die ich sonst kenne oder beschützt habe. Für mich ist sie ein B-Promi. Sie hat zwar abgeleckt so ihre Shit, aber sie hat fast nichts abgeleckt. Schmeckt echt gut, schmeckt so gut, was wir da am Körper hatten. Was ist das überhaupt? Es ist Honig. Anushka, deine Grenzen sind nicht meine Grenzen. Kannst du das nachvollziehen? Du mischst dich schon wieder in Sachen ein, die dich in feuchten Scheiß angehen und kommst mal wieder zum falschen Schluss. Ja, Anushka ist vielleicht ein B-Promi, aber für die anderen müssten wir, wie wir alle wissen, unser Alphabet mal um locker 20 Buchstaben erweitern, damit wir überhaupt irgendeinen Buchstaben für sie finden. Es schmeckt so gut, was wir da am Körper hatten. Das ist ein Satz, den viele Teilnehmer hier schon in frühen Werken ihrer Karriere gesagt haben. Schrei mich nicht an, Schätzchen, schrei mich nicht an. Nee, du gehst mir langsam echt auf den Sack, Anushka. Ja, bitte nerv mich nicht. Aber ja, ist ja wieder Show. Ist ja wieder Show. Es ist Gift, es stinkt, da was, sind Tiere. Das ist jetzt keine Show, oder was? Ja, meine deine Welt. Sachen sind auch nicht wichtiger als die meinen. Kannst aber du das nachvollziehen, Anushka? Aber möchte ich laut das sein. Langsam geht's mir auf den Sack, Harald. Reicht mir. Trotzdem kann man ruhig reden. Weil Anushka nicht in der Lage ist, andere Leute zu respektieren.
Verteilen die da eigentlich Drogen am Set? Wenn wir hier gleich Betäubungspfeile sehen, würde mich das ehrlich gesagt nicht wundern, damit die hier alle einfach mal einschlafen. Keine Panik, das ist alles Biozeug, Inhaltsstoffe, 90% Manuel, 10% Erik. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh, Harald macht nach gestern wieder Boden gut. Ich verlinke euch in der Infocard mal die Folge. Ich hatte da so ein bisschen die Befürchtung, dass es sich sehr unsympathisch macht. Und wenn ich mir die Kommentare so anschaue, liege ich damit nicht allein. Deswegen guckt hier mal rein. Das war, ja. Ich durchschaue nur schlechtes Schauspiel. Mich respektiert sie. Und das hinterm Rücken reden, das habt ihr auch sehr gut drauf. Ich respektiere auch andere Menschen, das ist sehr wichtig. Ja. Respekt ja, Menschen, wohl, anderen Menschen gegenüber ist sehr wichtig. Mir ist es gerade wirklich scheißegal. Tut mir leid, mit 3 Stunden Schlaf bin ich nicht konzentriert. Wir haben auch wenig geschlafen. Hol mich nicht an. Ja, aber sie ist auch ein bisschen älter und hat einiges mehr erlebt. Oh Leute, es tut mir leid, dass hier die Altersunterschiede. Es tut mir leid, aber das zählt hier nicht. Die spielen nochmal eine Rolle. Ja, aber das spielt eine Rolle, man hat Respekt vor Menschen. Ich habe Respekt vor Menschen. Ja, das mache ich mal aber jetzt hier nicht. Linda hat Respekt. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Lieber Peter, das ist mein guter Witz und zwar der beste der Staffel. Unsere Anushka durchschaut jedes schlechte Schauspiel. Natürlich, ihre eigenen Filme sind dafür ja auch eine Art Blaupause. Ihr Lieben, lasst jetzt ein Abo mit Glocke da. Road to 150.000 Abonnenten. Sie gehen alle auf sie los. Lass mir wieder ein wenig runterkommen da. Und schreit dich rum. Das Schreien ist das kleinste Problem. Das Schreien macht dir schlechte Energie. Gerade ist echt eine extreme Gruppenspaltung. Und ich werde langsam skeptisch einigen Leuten gegenüber. Schlimmer als jede Prüfung ist, mit diesen Menschen da drin zu sein. Herzlichen Glückwunsch. Anushka hat den Formatsteckbrief also gelesen. Sie hat sich wirklich völlig zu Recht hier auch fürs Dschungelcamp qualifiziert. Zwar vielleicht nicht als Kandidatin, aber dafür umso mehr als Dschungelprüfung. Du hast so oft über uns gelästert. Ich habe so oft von anderen gehört. Ich habe selber mit meinen eigenen Ohren gehört. Und irgendwann ist es mir... Gott sei Dank merkst du denn nicht, was ihr da macht. Und ihr erzählt an 20 Stellen immer die gleiche Geschichte. Ihr macht Show. Man redet mit seinen Freunden. Ich habe mehr als eine Freundin, also werde ich es auch mehr als einmal erzählen. Und wenn ich zum Beispiel draußen stehe und mit Philipp diskutiere, dann brauche ich nicht von dir, dass du sagst, wir machen hier Show. Weil du weißt nicht, wie es bei mir ausschaut. Ich war immer sehr lieb zu dir. Ja, aber nur in mein Gesicht, hinter meinem Rücken nicht. Und doch, das ist doch, das Problem. Doch. Ich habe nicht schlecht, ich habe nur gesagt, das ist doch wirklich sehr kamerawirksam. Wenn man sich da verliebt, dann streitet, dann wieder versöhnt, dann wieder streitet. Seid doch ehrlich, ist doch nicht schlimm. Bei Tara hat sie halt aber auch einfach mal wirklich zu 100% recht. Und ja, Anushka macht sich mit ihrer Art da vielleicht keine Freunde. Aber so viel Krawall wie in diesem Jahr, das gab es echt schon lange nicht mehr. Wer auch immer diese Kandidaten hier zusammengestellt hat. Das ist die Creme fraiche der Reality-TVs. Die Stimmung hier, es ist unfassbar. Es ist ein bisschen schade, dass Are You The One Christine hier nicht am Start ist, um als Mediatorin zu fungieren. Ey, wäre die hier auch noch drin? Ich glaube, die hätten Sonja und Daniel inzwischen schon wirklich evakuieren müssen. Ich glaube, sie kann mit Absicht auf die Tränendrüse drücken, oder was? Anushka, du tust dir keinen Gefallen damit, wie du dich hier verhältst. Fang einfach an nachzudenken, bevor du Dinge raushaust. Ich glaube, heute war hoffentlich ein Tag, wo mir alles am allerwertesten vorbeigeht. Ich habe Gefühle. Außer in den Lippen, in der Stirn und so weiter und so fort. Und nein, natürlich glaubt niemand, dass sie ihr absichtlich eine schauspielerische Leistung abrufen kann. Eine Schreierei gleich wieder, das wird mir ganz ramdöse hier. Und die Anushka dann so, ja, mit deinem Divengehabe. Das ist doch nur Zucker. Weißt du, da hat sie mir direkt vorgeworfen, ich würde eine Show machen. Sie macht mehr Show als wir alle zusammen. Wenn ich so durchschaue, dass alles fake ist, kann jetzt nicht dir unterstützen und sagen, Leute, glaubt das, kann ich nicht. Kann ich nicht. Es geht über meine Ethik. Wir alle, wenn irgendjemand während des Dschungelcamps anruft und telefonieren möchte. Heute muss wirklich der erste Star das Camp verlassen. Es bleibt also spannend, ob vielleicht doch heute schon Anushka auf ihrem Besen davonfliegen muss. Das heißt, es dreht sich nur um sie. Dankeschön, gleichfalls. Ich habe mich ja gar nicht aufgeregt. Das ist das, was die wahnsinnig macht. Mich macht ihr wahnsinnig. Es ist ein Kindergarten erster Güte. Das ist einfach nervig und anstrengend. Nicht mein Niveau und ist auch nicht mein Stil. Und das muss ich auch nicht haben. Hallo Anushka. Du musstest deine Ohrstöpsel ja wegen deiner Regelverstöße abgeben, aber jetzt hast du ja wieder welche. Habe ich die Ohrenstöpsel gestibitzt. Da muss ich mir das Blöke von allen nicht anhören. Harald, ich stimme dir voll und ganz zu. Sie klaut also Ohrenstöpsel. Das ist diese Ethik in Perfektion. Ich erwarte eine Teamstrafe. Und was genau ist eigentlich in diesem Jahr hier los? So viel Scheiße sind wir inzwischen noch nicht mal mehr von Bauer sucht Frau gewohnt. Ich hätte kein Drama gemacht. So ganz in Unschuld waschen, da kannst du jetzt aber auch nicht, gell? Nein, ich entschuldige, aber ich hätte mich erklärt. Ja,
ausgiebig. Dieser Moment, in dem dir klar wird, dass du nach dem Dschungelcamp definitiv eine Delfintherapie brauchst. Alles ist zerrissen. Das kennen wir sonst eigentlich nur von den Konzerten von Yasmin Herren. Da werden ja auch immer die aus Frust zerrissenen Eintrittskarten zusammengesucht. Fängst du jetzt an, gegen mich zu schießen, Wittmer? Ich nehme dich die ganze Zeit in Schutz. Es ist aber jetzt ermüdend. Wenn du jetzt auch noch sagst, ich würde gegen dich schießen, finde ich das nicht lustig. Und es kostet mich Nerven, auch die ganze Zeit eure Streiterei. Und ich habe die Nase jetzt voll. Ich schieße nicht gegen dich, ich nehme dich die ganze Zeit in Schutz. Aber ihr müsst auch selber mal lernen, ein bisschen euch zurückzunehmen. Alle miteinander, auch du. Weil das ist nicht in Ordnung. Du hörst auch nicht auf, du machst auch immer weiter, immer weiter, immer weiter. Da muss man Punkte auch mal machen und dann ist gut. Das ist ein junges Mädchen. Wenn du Respekt willst vor dem Alter, musst du auch akzeptieren, dass ein junges Mädchen vielleicht noch nicht so weit ist wie du. Weißt du? Aber nicht so laut wie sie. Das ist egal. Ich habe die Nase voll und es gibt keinen Umschnitt auf Yasmin Herren. Ich bin sauer. Harald hat mit jedem Wort recht. Das kann ja jeder Einzelne bestätigen. Wenn selbst Harald Glückler gegen dich ist, dann weißt du echt, dass du verschissen hast. Hat Harald zufälligerweise die Kommentare unter dem vergangenen Video, ne, in der Infocard verlinkt, gelesen, dass es nicht gerade von Vorteil ist, sich mit Anushka Renzi so krass zu verbünden? Aber es ist extrem ermüdend und anstrengend jetzt langsam eure Scheiß-Feiterei hier. Jetzt haben sie sich alle verbündet gegen mich. Die können mich alle mal. Erik, zu mir ist sie nicht so. Ich respektiere sie. Ich respektiere sie. Er ist fake. Sind wir im Irrenhaus hier oder sind wir im Dschungelcamp? Ich verstehe die Frage nicht. Sehr, sehr schade, dass sich noch nicht mal Harald Glöckler richtig auf die Sendung vorbereitet hat. Ja, beides natürlich. Dschungelcamp oder Irrenhaus, der Übergang ist natürlich fließend. Stell dir vor, Tara bezeichnet dich als Fake, die sich am Tag zuvor ungefähr 100 Mal von Philipp getrennt hat und die ganze Zeit deswegen losgeheult hat. Also bitte. Ich dachte, wow, toller Kerl. Habe ich gemerkt, das ist Show. Na, aber ich glaube wirklich nicht, dass er so ist. Doch, doch, mein Schatz, Tina. Mir ist egal, ich meide ihn einfach. Es gibt Leute, die mit Kalkül hier sind. Es gibt halt Leute, die ohne Kalkül hier sind. Und Erik ist an vorderster Front. Ich glaube sogar, das ist der Mann mit Kalkül. So wie der heute so reagiert hat, war schon richtig rattig. Und du bist einfach ein Mistschäfer. Ist gefährlich. Ich glaube, Linda redet gerade von sich selbst und nicht von Erik. Tara und Linda regen sich darüber auf, dass ihnen unterstellt wird, sie machen eine Show. Sie selbst machen aber genau das bei anderen. Wow, bezaubernde Dame. Danke, gleichfalls. Oh mein Gott, hier ist eine Maus oder eine Ratte. Oh Gott, hier ist eine Ratte. Gibt es jemand, der keine Angst vor Ratten hat? Nein, warum? Warum? Soll ich mitgehen, komm. Ist keine mehr. Doch, die ist da. Ich habe jetzt gerade alles nachgeschaut. Doch. Tür zu, ich gehe wieder zurück. Sonst, was ich machen soll. Oh, der Schmetterling. Ja, ich habe Angst vor Schmetterlingen. Entwarnung, es war gar keine Ratte. Da gab es nur eine Pfütze im Dschungeltelefon und die Oberfläche hat natürlich gespiegelt. Tja, Ratten halten sich ja sehr gerne in der Nähe von Schlangen auf. Selbst schuld, liebe Camp-Mitbewohner, selbst schuld. Wie ist denn die Nachtwache heute? Erik wird mit mir auch den Vierer machen dann. Da brauchst du gar nichts machen und schläfst. Dann machen wir's so. Also ich würde auch mal vorschlagen, dass Tina auch mal ein bisschen Schlaf kriegt und ich würde mit Anushka die erste Wache machen. Nein, Anushka schläft jetzt. Wieso? Weil wir jetzt eingesprungen sind für sie. Okay, komm, wir machen die erste. Ja, dann wollen wir doch nicht diskutieren. Ja, dann müsst ihr gucken, wer sonst noch einspringt. Dadurch, dass er sich halt vor die Anushka stellt, der Harald, dass er automatisch dann auf Tina losgeht. Früher wollten doch alle immer freiwillig hier die Nachtschicht machen, weil man da ungestört lästern konnte und niemand hat einem die Sendezeit streitig machen können. Verkaufen die da nicht auch vielleicht mal ein Gehirn? Also, die sie da in der Dschungelprüfung beispielsweise immer verwenden? Es wäre dann jedenfalls das erste einiger Kandidaten hier. Das war lächerlich gerade. Tina, du kannst die erste machen, aber dann lasst mich danach in Ruhe einfach. Anushka, nein, danke. Bitte, mein Schatz. Ich bin nicht dein Schatz, definitiv. Nee, das weiß ich. Das wird auch nicht mehr in diesem Leben. Irgendwann ist auch mal gut. Ich habe niemanden umgebracht. Ist mir auch ehrlich gesagt alles scheißegal. Ach. Anushka kann ziemlich stark nerven. Aber ich liebe es total, wie der Harald Glöckler hier zu ihr steht. Und wir sehen, eine einzige starke Person kann helfen, diesen wütenden Mob beiseite zu halten. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr seht, dass irgendwo was passiert, immer, immer einschreiten, aufstehen und sagen, so nicht. Mit anderen Worten, sei wie Harald. Minus Botox. Und Anushkas Anwesenheit hat natürlich auch einen enormen Vorteil. Wir müssen nicht weiter diese Love Story von Philipp und Tara ertragen. Ignoriert ihr diese bald weg? Ich verstehe auch gar nicht, warum sich immer so viele Leute immer anzicken müssen. Mir wäre das viel zu blöd. Ich dachte immer, wenn man älter ist, ist man ein bisschen reifer im Kopf. Warum muss der Harald immer für die Anushka sprechen? So, als könnte sie nicht selber reden. Nein, sie macht das nicht. Nein, sie macht das so. Nein, sie macht das. Hallo?
Wir haben Manuel gefunden. Wie hoch ist das Preisgeld? Und er hat sogar was gesagt. Dieser eine Satz wird übrigens dann auch sein Best-of der Staffel sein. Was glaubst du, Fanki? Peter, Erik. Erik ist sehr still und ist sehr ruhig. Man ist ja hier in einem Reality-Format und man versucht ja irgendwie auch zu glänzen, zu schillern, nenn es wie du willst. Und da ist vielleicht beim Erik, das könnte für ihn etwas schwierig werden. Ausgerechnet der unsichtbare Manuel fragt sich, wer gehen muss. Erschreckt ihr euch auch immer, wenn ihr Manuel entdeckt und ihr euch nicht sicher seid, ob das nicht doch einer aus dem Team ist? Manuel hat's verstanden und weiß, wie man hier nicht rausgewählt wird. Komisch nur, dass er sich selbst nicht dran hält. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass... Ich weiß nicht, dass Tara weit kommt. Ich kannte sie vorher nicht. Wir alle jedes Mal, wenn neue Trash-TV-Teilnehmer vorgestellt werden. Unser Manuel, er ist total nett, aber halt einfach Influencer für Evalium. Aber ich gönne es mir auch. Ich habe halt eine starke Community und ich weiß, dass die alles geben werden. Und darum werde ich es ins Finale schaffen. Und Manuel hat bald 10 Sekunden Sendezeit. Das ist mehr als an den 7 Tagen zuvor. Viele Grüße an Ihre Community. Kurze Frage an die Runde. Kann jemand von euch Russisch? Ich weiß nämlich nicht, was Hallo liebe Bots und gekaufte Follower. Wir hoffen, es geht euch gut heißt. Eine Schnitzeljagd. Nur für euch beide. Mega, oder? Ach so, da ist aber kein Schnitzel drauf. Ich bin doch Vegetarier. Okay. Mein Gehirn ist leer, seit ich hier bin. Zu 100% ich, seit das Dschungelcamp wieder läuft. Und bei Jasmin ist das Dauerzustand. Oh, die Lage ist ernst. Peter Althofs Witze sind also offensichtlich ansteckend. Meine Frau hat zu mir gesagt, wir haben schon lange keinen Sex mehr gehabt miteinander, ne? Hat sie zu mir gesagt. Mhm. Da habe ich gesagt, du vielleicht. Okay. Der war jetzt gut. Sehen tue ich zurzeit nicht gut, dafür höre ich sehr schlecht. Ja. Wir haben 3,5 Stunden Nachtwache gemacht bis Elbernis. Also irgendwann hat er beschissen. Ja, irgendjemand muss eine halbe Stunde gemacht haben. Ich glaube, dass die Linda da schon ein wenig bescheißt. Ich muss halt auch an mich denken. Wenn ich dann nicht mehr kann, kann ich auch einfach nicht mehr. Also wenn man insofern, ist mir das auch Wurst. Welche Frage könnte man wirklich jedem einzelnen Promi hier stellen? Wie kann man sich denn innerhalb von 5 Minuten so unsympathisch machen? Linda, die sich lautstark über die Ohrenstöpsel von Anushka beschwert hat. Die gibt ihre Ohrenstöpsel nicht ab. Die ist einfach extrem egoistisch. Bescheißt hier selbst. Ich hasse Menschen. Ich bin jetzt seit 7 Tagen in der Prüfung und deswegen ist mir das egal. Man muss natürlich bedenken, dass sich 2 Stunden mit Peter auch mal ganz schnell wie so eine halbe Nacht anfühlen können. Also richtig viel Spaß ist hier nicht. Ich fühle mich die ganze Zeit vor als schusselig und dusselig und ich glaube, ich sag einfach, dass ich ADS habe. Das ist ja keine Schande. Das? ADS habe ich. Ja, dann sag's doch, das ist doch keine Schande. Weil ich mach das nicht mit Absicht. Weil Linda und alle anderen denken, ich höre nicht zu und ich bin unfreundlich oder doof. Bist du nicht? Nein, du bist überhaupt nicht doof. Bist du gar nicht. Nein, du bist nicht doof. Nur unfreundlich. Sie hat ADS und will das jetzt den anderen sagen, die eine Aufmerksamkeitsspanne einer Tagesfliege haben. Erstmal finde ich es total krass, dass erwachsene Leute sich nicht trauen, anderen zu sagen, dass sie ADS haben. Dann fragt man sich schon, ne, wo leben wir, dass wir es als Gesellschaft einfach nicht gebacken bekommen, halt genau den Leuten das Gefühl zu geben, es ist völlig okay. Cool, dass du das machst. Ich musste es sagen, ich hatte keine Wahl. Also wir wollen was mitteilen, was sagen, und zwar... Anushka hat ADS und möchte das eigentlich nicht mitteilen, aber sie teilt es jetzt mit und ist auch endlich mal bereit, es auch öffentlich mitzuteilen. Und dass ihr nicht alle denkt, sie ist vollkommen bekloppt und sie ist eine völlig schräge Alte. Ist ganz stark, dass sie trotzdem ins Camp gegangen ist und auch stark, dass sie den Mut jetzt hat, das öffentlich mitzuteilen. Wie man in den Gesichtern einfach sieht, dass sie sich überlegen, bedeutet ADS vielleicht einfach Anushkas Dramashow? Und natürlich hat das irgendwie einen Fadenbeigeschmack, dass sie das heute sagt. Ey, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie das gespielt hat. Ein Beweis dürfte dafür auch sein, habt ihr euch mal ihre Filme angeschaut? So gut kann die das nicht spielen. Ich bin kein riesen Anushka-Fan, wir brauchen sie hier natürlich, aber sowas ist einfach immer scheiße. Hallo, Abend. Alles gut. Bitte, verzeih mir. Bitte. Ich will dir nie was Böses. Okay, Tina, ich kann einfach nicht mehr mit diesen Spannungen. Ich will das nicht mehr. Ich hatte da auch keine Ahnung davon, dass ADS dafür verantwortlich ist, dass man eine Giftspritze ist. Man lernt einfach nie aus. Also die Frauen haben sich vertragen, also müssen die Männer nachlegen. Wen hast du noch mit fürs Trinkwasser machen? Philipp. Es geht nicht, dass kein Wasser da ist. Sie kümmern uns doch gerade darum. Nee, ihr liegt rum und macht es nicht die ganze Zeit. Man muss die ganze Zeit Wasser machen. Es ist jetzt seit 2 Stunden kein Wasser da. Weil wir aber gerade gegessen haben und wir haben vorher was gemacht und das ganze Wasser haben wir vorne gekriegt. Ja, da muss man es vor dem Essen schon machen. Du hast ja nicht überall deine Augen, du siehst doch nicht, was du die ganze Zeit machst. Es ist kein Wasser da. Wir haben das 10 Tage gemacht. Es ist jetzt einfach kein Wasser da und es war immer Wasser da. Ja, aber wir müssen ja erst mal reinkommen. Wir sind auch von Anfang an reingekommen, da muss man nicht erst reinkommen. Man muss ja Wasser machen.
Das kann nur Tara. Ganz ernsthaft, Philipp konnte natürlich kein Wasser holen, sonst hätte Tara ihm eine Riesenszene gemacht, dass er sich nicht voll und ganz auf sie konzentriert. Was begreift ihr eigentlich jetzt nicht, ja? Aber Erik, ich sage, wir liegen hier die ganze Zeit rum, wenn dieser Topf, den wir gerade gegessen haben. Ich bin 10 Tage hier hin und her gerannt und hab das Wasser für euch gemacht. Du bist nicht der Einzige, der hier was tut. Nein, aber jetzt geht's ums Wasser. Nein, aber er tut hier gerade so, als ob er der Einzige ist, der hier rumrennt und für jeden was macht. Das tut er nicht. Nö, aber das habe ich nicht gemacht. Doch, ich habe mich explizit auf das Wasser gerade konzentriert. Du zeigst gerade auf mich und sagst, du liegst hier rum. Ja, hast du doch. Ja, ich lag da rum, weil wir keine Pannen haben. Du liegst jeden Tag rum, Mann. Ja, lieg ich auch. Du nicht? Du nicht? Selten, sehr selten. Tut mir leid, dass du so perfekt bist, ja? Ja, Erik holt Wasser. Weil schon länger. Ich bin eindeutig Team Erik. Der holt seit 1311 ständig das Wasser und niemand dankt das ihm. Er kümmert sich die ganze Zeit um uns alle. Er stellt sich hier hin, als ob ohne ihn nichts funktionieren würde. Nein, das würde. Macht er nicht, aber es funktioniert ja heute auch nicht ohne dich. Und will an mir sagen, ich liege hier nur rum und sitze hier es rum. Es ist ja der erste Tag, wo er das Wasser nicht macht und wir nicht mal uns funktionieren. Ja, ich höre das ja auch, dass er drumherum immer redet. Er redet ja nie direkt. Er redet ja immer nur mit anderen, statt mit Leuten direkt zu reden. Dann sag doch mal, wem? Ja, ach komm, mit wem habe ich denn geredet? Hat er noch nie gesagt, wirklich nicht. Ich schwöre. Er hat einfach ein Problem mit mir. Ey, so krass. Ich sag ihm halt, dass ich ihn scheiße finde, weil ich generell nichts von Menschen halte, die eine Meinung haben, aber sie dann nicht sagen. Erik hat dich doch hier gerade angesprochen, aber ja. Ja, also ich glaube jetzt ehrlich gesagt, Philipp wird Eriks Augen nicht mehr küssen. Die Frauen haben sich versöhnt, jetzt legen die Männer nach auf das Camp ist Verlass. Ich würde gerne die Situation verlassen. Ich will da jetzt nicht noch Feuer in die Wunde gießen. Aber es geht ja darum, dass der Kanister schon gestern leer war. Nein, der war gestern nicht leer, das stimmt nicht. Dann achte drauf und bring dich ein, er hat schon recht. Kalle hat hier nichts gemacht, der liegt, wie du sagst, liegt nur rum, ja? Ich liebe es so sehr, dass es sich einfach wirklich niemand traut, sich mit Harald hier anzulegen. Und alles wird mir so klar, Philipp hätte Tara wirklich verdient. Oh mein Lieber, hier bitte, mach dir die Blondierung ins Haar und trink das Zeug nicht literweise. Auf geht's zur Dschungelprüfung. Mir geht's besser damit. Und ich bin vor allem froh, dass ich mich mit Tina versöhnt habe. Ich hab das Gefühl, ich will mich übergeben. Hat Jasmin Herren etwa wieder gesungen? Ach Mensch, Anushka ist wirklich froh, dass sie sich mit Tina wieder versteht. Und was ist mit uns? Eine Frage, sind BHs eigentlich Luxusartikel hier im Dschungelcamp? Tina hat mit Abstand die meisten Anrufe. Hab ich auch nicht mit gerechnet. Es wurde ja mal Zeit. Da kein Mitleid, ehrlich gesagt. Ihr müsst euch 3 Begriffe ausdenken, die einen prominenten Namen am besten beschreiben. Und hoffen natürlich, dass sie dadurch den prominenten Namen richtig errät. Unsere Anushka, vielleicht macht sie jetzt einfach gar nichts, dass Tina so lange wie möglich da bei den Schlangen bleiben muss. Wenn eine Schlange zu nah an deinem Mund kommt. Darauf freuen sich ganz, ganz viele. Also es sind Schlangen und es sind wirklich viele Schlangen, Tina. Ich glaube, das sind die meisten Schlangen, die wir jemals hatten. Das stimmt. Das stimmt. Es sind Schlangen, viele Schlangen, aber die gute Nachricht, keine ist so schlimm wie unsere Anushka. Tina, du musst einfach nur die Ich-stell-mich-tot-Taktik von Erik und Manuel übernehmen, dann kann dir überhaupt nichts passieren. Lukas Podolski, Fußballer. Deutschland, Weltmeisterschaft. Bitte, es können auch so viele sein. Manuel Neuer. Das ist leider falsch. Königin, Weltstar, schön. Blöde Ziege. Um die einfachen Personen geht's. Hat sich Evelyn Budecke die Fragen ausgedacht oder was ist da los? So, jetzt kommt für euch ein Vorschlag zum Mitraten. 3 Worte. Mutter der Nation. Wer könnte das sein? Schreibt das bitte in die Kommentare. 9 Sterne haben sie bekommen. Das heißt, am Ende werden zum ersten Mal die Kandidaten dicker sein als beim Einzug. Bevor wir uns gleich das pikante Interview mit Janina angucken, schauen wir erstmal, wer heute rausfliegt. Heute Abend, erste Show raus. Das geht nicht. Da muss ich immer weitermachen, in andere Shows gehen. Warum will Tina uns so sehr quälen? Was haben wir ihr gemacht? Mittlerweile ist es soweit. Der Dschungel spricht schon zu mir. Haben sie das Wasser jetzt doch nicht abgekocht oder was? Nein, Erik, der Dschungel spricht nicht mit dir. Das ist der Harald, den man inzwischen nur wirklich sehr schwer erkennen kann. Tara oder Manuel? Tara. Das ist ein Witz, oder? Was? Leider nein. Nein. Sorry, Österreich. Das hätte ich nicht erwartet. Taras Community telefoniert halt nicht so gerne. Die bestellt lieber Fußnägel. Wenn du gegen den rausfliegst, der eine Woche einfach gar nicht zu sehen war. So, ihr wisst es, nach ihrer rassistischen Äußerung musste Janina das Camp verlassen. Sie hat Bild Plus ein pikantes Interview gegeben. Für alle, die Bild Plus nicht haben, fasse ich euch die wichtigsten Aussagen zusammen. Sie schildert nämlich, was in dieser Nacht passiert ist. Das Produktionsteam habe gemeinsam mit einem Psychologen ihr gesagt, sie müsse sich bei der gesamten Mannschaft, also bei allen Campern entschuldigen. Damit haben sie ihr, so Janina, eben auch Hoffnung gemacht,
dass sie auch im Camp bleiben darf. Sie sagt, sie war völlig durcheinander, wollte das dann auch so machen, wie ihr das gesagt wurde, also nach dieser Anweisung, hat sich dann aber nur vor einem Teil der Gruppe entschuldigt und das sei wohl das große Problem gewesen. Zudem, so Janina, soll es auch laute Stimmen aus dem Produktionsteam gegeben haben, die eben darauf gedrängt haben, dass sie das Camp verlassen muss. Sie sagt, ihr habe jemand aus dem Team gesagt, wenn das Ganze in Australien stattgefunden hätte und eben nicht so viele People of Color tatsächlich auch an der Produktion beteiligt wären, wäre das Ganze vielleicht anders ausgegangen. Das ist natürlich spannend, vor allem wenn diese Aussage vielleicht irgendwann verifiziert wird durch andere mit Camper, dann würde das natürlich schon nochmal auch ein anderes Licht auf das Ganze werfen. Es war wirklich entscheidend, dass sie sich nicht vor allen direkt entschuldigt habe. Also ist das der Grund? Weil kommunikativ wurde das ja anders gelöst. Da heißt es ganz klar, diese Aussage ist so nicht tragbar. Janina sagt auch, sie sei völlig fertig. Sie hätte noch nicht mal mit ihrer Mutter telefonieren können, weil ihr die Sache einfach so unangenehm sei. Sie sagt, ihre Familie, als sie klein war, habe selber einen rassistischen Anschlag erlebt und sie könne sehr, sehr gut nachempfinden, genau wie man sich eben in der Situation fühlt. Das wird also wirklich nochmal spannend, wenn wir auch andere aus dem Team hören. So Leute, lasst direkt ein Abo mit Glocke da, dann verpasst ihr hier nichts mehr. Ich halte euch da natürlich auch auf dem Laufenden und gebt mir und meinem Video einen Daumen nach oben. Gestern hat sich Harald Glückler wirklich mit einigen verscherzt. Er sei ein richtiger Star und die anderen so Social Media Leute. Der Rassismus eklar mit allen Statements von RTL und Janina. Guckt hier mal rein. Und dann sehen wir uns gleich hier in einem der Videos.